Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales 2. Wir sind hier im Versteck eines Piraten. Wenn es euch wundert, warum es hier so aussieht, die Funky Buren mit ihrer Tochter ist bereits angekommen. Okay, wir sehen uns erstmal um, ne? So. Lady scheint sich nicht in den Palast vorzuwagen. Eine weise Entscheidung, wenn man bedenkt, was der rote Pirat darin alles an Spielzeug verwahrt. Aber sie könnte sich doch Zutritt verschaffen, nicht wahr? Leckereien? Eine ungesunde, künstlich aussehende, übersüße, fettige Parodie von Nahrung. Großartig. Okay, er kann da tatsächlich was von nehmen. Ernsthaft? Was tust du da? Ich bewundere die feinen Leckereien. Die sind nicht für dich, die sind für meine Gäste. Wenn du mitmachen willst, muss ich dich erst hübsch machen. Nein, nein, kein Problem. Ich lasse einfach meine Hände vom Essen deiner Gäste. Okay, welche Gäste gibt es denn? Hier geht's nur raus. Okay, was haben wir denn hier noch? Es ist alte Kindermagie, dass sie erwachsene Männer dazu zwingen können, sich an winzige Tische zu setzen und so zu tun, als würden sie Tee mögen. Als wäre überhaupt... Zum Glück bin ich dagegen immun. Als wäre überhaupt Tee in Tassen, nicht wahr? Was haben wir da? Guck. Hier ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Dann nehmen wir mal schnell mit. Nicht, dass der am Ende noch weg ist. Was ist denn das hier? Die bunten Tücher? Was? Bunte Tücher. Sie scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Naja, sie sind schwarz-weiß. Sehen immer mehr so aus, als hätte sich jemand hier abgeseilt. Okay, ich nehme sie auch mit. Oh, es ist einfach nur eine Schleife. Na gut, okay, alles klar. So, was haben wir sonst noch? Wir gehen ins Observatorium. Ja, da gehen wir auch gleich hin. Das ist die drittgrößte Blüte, die ich jemals gesehen habe. Die Blüte ist zu schön und sie riecht zu gut, als dass man sie einfach in Ruhe lassen könnte. Du nimmst sie mit? Wozu? Was ist denn da? Das ist falsch. Beeindruckend, aber falsch. Das mag schon sein. Ja. Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Ja, wir wissen ja schon, woran das liegt, ne? Als Ivo mir vom verwandelten Seefels erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Selbst wenn im Stab der Kleinen die Macht ihres Hexenmeister-Opas konzentriert ist, genau. Woher hatte er all diese Macht? Gute Frage. So, können wir erstmal mit dir quatschen? Hallo, na, du siehst gerade sehr entspannt aus. Lady van Buren, nehme ich an. Ja? Wer bist du? Was willst du? Ich bin der Horst und ich bin auf dem Weg zu meinem Gestüt. Mein Name ist Wayne Schlegel, das geht auch. Mein Name ist Wayne Schlegel von der Seefels Lebens- und Unfallversicherung. Was wollen Sie hier? Es gab hier einen Unfall. Einem Piraten wurde ein Auge ausgestochen. Er muss jetzt ein Holzbein tragen. Es gab da offensichtlich ein Problem bei der Bearbeitung. Ist niemand mehr hier? Bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Elfe? Was denn für eine Elfe? Ganz unschuldig. Elfe? Was für eine Elfe? Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Was? Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Nanu? Wie bedauerlich. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Tja, und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist auch? Und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich! Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist. Ups. Wir sollten Sie lieber keinen Blick auf unser Schiff werfen lassen. Das wäre nicht gut.
Warum gehen Sie sich einfach an und holen die Hilfe aus? Genau. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie, gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Ist ja verrückt. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Ich bin Versicherungsmakler. Niemand würde es wagen, einem Versicherungsmakler etwas zu tun. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Oh. Geh rein. Überzeuge diesen alten Halunken. Warum drängelt sie sich einfach nicht mit rein? Jede Stunde. Wir sollten sie hier noch lange aufhalten. Ich bewundere ihre Arbeit. Beeindruckend, was sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady Van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Schleimer. Oh, nun, ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Tja. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken es einem die Wähler? Nein. Ach, schlimm, ganz schlimm. Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren? Ja. Während die Kleine hier an dem Zauberstab muckelt. Ganz toll. So, können wir da tatsächlich reingehen? Ja, das geht wirklich. Okay. Halt! Wer ist da? Wow, ganz ruhig. Steck das Ding weg. Nate? Hast du gesehen, was sie mit meiner Insel gemacht haben? Mhm. Ganz furchtbar. Und er hat es aber noch geschafft, vorher die ganzen Statuen einzusammeln, die wahrscheinlich mit dem Medusa-Kopf, ne, ihr wisst schon. Lass mich raten. Du hast die Insel ein wenig umdekoriert, damit die geflohenen Piraten zurückkommen? Das waren diese kleine Irre und ihre verrückte Mutter. Tauchten hier auf und meinten, ich solle die Elfe herausrücken. Und du hast ihnen höflich erklärt, dass die Elfe nicht mehr hier sei und du ihnen somit leider nicht behilflich sein kannst? Hab sie rausgeworfen. Dann haben sie angefangen, meine Insel zu verwandeln. Mich hätte es auch erwischt, wenn ich nicht den Kopf hätte. Wie hast du die Statuen... Ja, gute Frage. Wie ich sehe, konntest du wenigstens die Statuen retten. Statuen? Das sind meine Freunde. Sagt es ihm. Was? Freunde! Ich habe sie hier reingeholt, lange bevor die Hexen gekommen sind. Ein Mann sollte nicht alleine sein. Stimmt's, Martha? Oh nein. Stimmt. Ja, ich habe sogar von Leuten gehört, die wahnsinnig geworden sind, weil sie niemanden zum Reden hatten. Kann mir nicht passieren. Ich habe Freunde und es geht wieder aufwärts. Freunde! Das ist super, aber du hast noch keine Möglichkeit gefunden, den Bann der Medusa hier wieder rückgängig zu machen. Wow. Die Ratsvorsitzende ist überzeugt, dass Ivo noch hier ist. Ich soll dich dazu überreden, sie herauszurücken. Ich würde sofort tun. Diese Elfe ist mit dunklen Mächten im Bunde. Ach was. Hast du gehört, was sie über diese unsichtbare Macht, die unser Handeln bestimmt, gesagt hat? Ja. Sie will mich in den Wahnsinn treiben. Natürlich. Van Buren wird mir kaum glauben, dass Ivo nicht mehr hier ist. Du musst dieses Weibsbild von meiner Insel schaffen, Nate. Du musst. Okay, wie kann ich das anstellen? Ich bin hier, weil ich den Geisterkompass brauche. Nicht, weil du meine Gesellschaft vermisst hast? Doch. Und weil ich deine Gesellschaft vermisst habe. Aber vor allem wegen des Kompasses. Ein Freund findet ohne ihn nicht den Weg aus dem Reich der Toten. Das ist mir egal. Es ist mein Kompass. Stimmt's, Pierre? Stimmt. Da hörst du's. Und wenn ich die Ratsver... Ja. Aber wie sollen wir das anstellen? Wie wär's damit? Ich schaffe Van Buren von der Insel. Dafür leihst du mir den Kompass. Du bekommst ihn unbeschadet zurück. Du schaffst beide weg von hier? Mutter und Tochter? Das ist der Deal. William, was sagst du dazu? Heute gibt es Bohneneintopf. Der William. Immer nur Essen im Kopf, was?
Also schön, Nate. Schaff die beiden Terroristen von meiner Insel, dann leihe ich dir den Kompass für einen Tag. Hm. Abgemacht. Abgemacht, abgemacht. Brrrr. Okay, ach so, unser Deal steht noch. Was? Wieso kann ich das fragen? Ach, wahrscheinlich, wenn es erledigt ist, dass er mir dann den Kompass gibt. Unser Deal steht? Klar, du vertreibst diese beiden Schreckschrauben von meiner Insel und ich leihe dir den Geisterkompass. Natürlich. Das wollte ich hören. Okay, cool. So, ja, okay. Bis später. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. So. Bis dann. Bis dann. Ciao. So, und der Affe sagt gar nichts. Der Affe kann gegen die Magie der Van Burens nichts ausrichten. Aber mich könnte er problemlos niedermachen, wenn ich versuchen würde, den Kompass zu stehlen. Okay, gut. Was gibt's denn hier zu sehen? So, hier gibt es auf jeden Fall den, Geiz zu sehen. Der arme Vogel sieht ziemlich gestresst aus. Wäre ich auch, wenn ich der Alleinunterhalter eines Wahnsinnigen mit Medusa-Kopf wäre. Und drei Rollen zu spielen hätte. Was ist hier noch drin? In dem Buch der großen Cocktails? In wenigen Büchern wird so oft nach Weisheit gesucht wie in diesen. Aber ich glaube, sie helfen nur selten. Ach, das ist okay. So, ist denn sonst noch was da drin? Das hier ist, naja, das ist der Geisterkompass, aber den können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen, ne? Der Geisterkompass. Er kann dem Erzmagier den Weg aus dem Geisterreich weisen. Aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Das sind keine echten Freunde des Roten Piraten. Wären sie es, hätten sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sich sein Verstand verabschiedet hat. Es waren mal seine echten Freunde. Ich kannte William. Als Statue redet er weniger und sein Körpergeruch hat sich verflüchtigt. Insgesamt eine Verbesserung. Na, dann wollen wir auch nicht weiter daran pfuschen. Okay, so, was noch? Genau, was ich kann mit dem Papagei sprechen. Warum? Ich frage mich, ob... Hallo, guten Tag. Du solltest Nate den Kompass geben. Frag! Ganz schlecht. Nate? Warst du das? Nein. Betrüger! Betrüger! Ich meine, kein Betrüger. Frag! Ich sehe, dass du es bist, Nate. Einfach andere Leute zu imitieren. Skandal! Skandal! Ja, schon klar. Aber versuchen mussten wir es doch, ne? So, okay, hier können wir erstmal nichts tun. Das Schwert können wir leider auch nicht aus dem Felsen ziehen. Tja, Babe, schlechte Neuigkeiten, das hat nichts gebracht, aber ich arbeite dran. So, bevor ich das tue, gehen wir nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es! Ja. Hey, Vielauge. Na? Nate, schön, dich wiederzusehen. Bitte, wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Ihr kennt euch also. Ah, du wurdest nicht verwandelt. Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Unbedingt. Ich mag Tragödien, aber ich hatte noch nie den Wunsch, Teil einer zu werden. Okay, ja, kann ich gut verstehen. So, Ivos Mutter, genau. Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo, schau sie dir an. Wo denn? Ist es nicht traurig? Eine Elfe in der Blüte ihres Lebens verschläft ihre besten Jahre. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Ja. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Wohl wahr, wohl wahr. Wie kann ich Ivo befreien? Du weißt, wer der Vater von Ivos Kind ist. Gute Frage. Der Spiegel, die Ivo-Zeit kann ich ihn haben. Oh, kein. Ich habe diesen kleinen Spiegel. Genau, vielleicht ein Tausch. Wir fragen uns einfach durch. Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befreien. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee. Wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Lustig. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Oder sie hat. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir.
Eine schwierige Aufgabe, die du... komm schon, Nummer 3. Lauf, komm! Ja, ja, Sandage hat gewonnen! Ich find's gut, dass du so bei der Sache bist. Ja, also vielleicht hat ihre Mutter ja auch in die Zukunft gesehen und Dinge gesehen, naja, die es besser zu verhindern gilt. Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja... Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den 100 Augen. Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist. Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Okay, der Spiegel. Kann ich ihn haben? Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Oh. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. So. Du sammelst Spiegel? Ich ziehe die Frage zurück. Letztendlich dürfte es doch völlig egal sein, welcher Spiegel es ist, oder? Weil, ich meine, die Spiegel sind zwar miteinander verbunden, aber nicht dieser Spiegel im Speziellen muss irgendwo anders sein. Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammler. Du sammelst. Ja, schon gut. Okay, schon gut, schon gut, schon gut. Ja. Guck mal. Ein Tausch. Dieser kleine Spiegel stammt aus einem Grabmal in Lorem Ipsum. Ist er was wert? Ist das... Es... Oh! Weißt du, was du da hast? Nein. Er ist also was wert. Das ist... Der Spiegel, der erste, tausende von Jahren alt. Stell dir nur vor, was er alles gesehen hat. All die Klassiker, die man sich in ihm anschauen könnte. Tauschen wir den Handspiegel gegen den Spiegel mit Verbindung zu Ivos Zimmer? Ja, ja, natürlich. Weg mit dem Ding. Oh, das war ja erstaunlich einfach. Okay. Wow, Dankeschön. Früher waren die Spiegel vielleicht klein. Was macht es? Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfort. Okay, wir sind entlassen. Fabelhaft. So, die Frage ist nur... Was, oh, verlasse das Observatorium. Mehr gibt es hier nicht zu wissen, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Tja, betrachte die glücklichen Kinder. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Ja. Naja, außer mich. Oh. Okay, gut, geh mal raus. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und wozu ist es wichtig, dass wir den Spiegel haben? Ivo liegt immer noch auf ihrem Bett und schläft. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn ich mir nichts einfallen lasse. Eine riesige Blüte. Sie verströmt einen geradezu widerwärtig süßen Geruch. Gut, werden wir schon irgendwas finden. So, ich denke, wir sollten mal... Ach, jetzt guck mal, jetzt können wir auch mit der Kleinen sprechen. Ja, lass uns das mal versuchen. Hallo. Hallo, na? Kleine. Was geht? Was willst du? Geh weg! Boah, reizend. Du bist die Tochter, ne? Ich bin Nate. Du bist die Tochter der Lady Van Buren, richtig? Richtig. Ja, und du bist nicht zu meiner Party eingeladen. Oh, schade. Das ist aber furchtbar. Ziemlich, hübsch, was du aus der Stadt gemacht hast. Hab es alles auf meinem Buch. Und Mama sagt, ich habe künstliches Talent. Künstlerisches. Wobei, künstlich passt auch. Okay. Hier bist du fertig. Warum gehst du nicht und verwandelst was anderes? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wäre es nicht lustig, weiterzuziehen und etwas anderes zu verwandeln? Oder zurück nach Seefels zu reisen und ein Nachmittagsschläfchen zu machen? Ja, aber hast du nicht eigentlich das Sagen hier? Sag ihr doch, du willst woanders hingehen. Ich habe alles für meine Teeparty vorbereitet und die Gäste kommen bald. Aber
Und lass mich raten, wir werden an einer Teeparty teilnehmen müssen, oder? Eine Teeparty, hm? Ja, genau wie in meinem Buch. Ich feiere meinen Nippgeburtstag. Ich habe für den TÜV, den Tee und für Leckereien gesorgt. Jetzt kommen jeden Augenblick die Gäste. Der verrückte Hutmacher und das weiße Kaninchen. Und dann kriege ich Geschenke. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Den Nichtgeburtstag gefeiert. Das war ziemlich cool. So, Hutmacher. Da fällt mir doch spontan der Hut in dem in der Bücherei ein. Und das Kostüm, das ist doch das vom Vieh. Aber ein Geschenk? Was denn für ein Geschenk? Ich wäre gern Gast bei deiner Teeparty. Nein! Du bist kein verrückter Hutmacher und auch kein weißes Kaninchen. Und du bist ein Junge und hässlich. Na, hör mal. Ich kann nicht hübsch machen. Och. Danke, danke. Nicht nötig. Okay. Du bist sicher, dass deine Gäste kommen? Und diesen Hutmacher und das Kaninchen, willst du die herzaubern? Nein, es kann nur Dinge verwandeln. Sie kommen von ganz alleine. Ich habe alles genau wie in meinem Buch gemacht. Da müssen sie doch kommen. Ah, ja. Ich werde immer sehr wütend, wenn ich nicht bekomme, was ich haben will. Okay. Und alle müssen mir Geschenke mitbringen. Und wenn der Hutmacher und das weiße Kaninchen da sind, kommt Mutter auch rüber. Na, wenn das... Oder Mama! Oh. Was, Spätzchen? Wenn die anderen Gäste da sind, kommst du auch rüber und schenkst mir was zum Nichtgeburtstag, oder? Natürlich, Spätzchen. Sobald ein verrückter Hutmacher und ein weißes Kaninchen auftauchen, bekommst du von mir das tollste Geschenk überhaupt. Hast du gehört? Das größte und tollste Geschenk überhaupt. Okay, was müssen wir da noch hinterfragen? Ist das nötig? Ein weißes Kaninchen auf einer Teeparty? Doch. Ziemlich ungewöhnlich. Alice. Findest du? Ja, und vielleicht solltest du ihm eine Uhr schenken, wenn es nicht bald auftaucht. Ja, Alice. Nein, meine Gäste müssen mir was schenken. Okay. Was ist das für ein verrückter Hutmacher, den du erwartest? Ein Hutmacher. Und der ist verrückt. Aha. Und was macht ihn zum Hutmacher? Und was macht ihn so verrückt? Denk. Er trägt einen Zylinder und ein buntes Halstuch. Warum er verrückt ist, weiß ich nicht. Das ist er einfach. Verstehe. Okay, also Zylinder. Ich muss weiter. Genau. Ja, du verfolgst mir noch die Gäste. Ja, ja. Okay, Zylinder weiß ich, Halstuch weiß ich jetzt nicht. Hier, okay, so. Aber hier haben wir doch jetzt erstmal das Hasenkostüm, ne? Hier war doch irgendwo... Genau. Da, das Häschenkostüm. Ja, sehr gut. So, okay, wir werden... Das ist ein ziemlich mageres. Genau, knappes Häschenkostüm. Jetzt verstehe ich auch, warum man Ivo in dem Kostüm sehen möchte. So, und wir werden außerdem noch... Genau, nimm etwas vom Schminktisch. Hier sollte eigentlich etwas Brauchbares zu finden sein, wenn es um Verkleidungen geht. Richtig. Weißes Puder zum Beispiel. Richtig. Gut, noch irgendwas? Noch was? Ein Parfumzerstäuber. Leider leer. Wofür können wir den brauchen? Können wir da diesen süßlichen Geruch von der Pflanze reinbringen? Nee, das geht nicht. Okay, muss ich die vorher irgendwie zerstäuben? Zermalmen? Keine Ahnung. Okay, nee, weiß ich noch nicht. Gut, so. Und ich fürchte, wir werden auch... Gibt's eigentlich noch mehr? Nee, ne? Nee. Nichts Brauchbares. Okay, gut. Dann reisen wir jetzt also zurück nach... Also schön. Genau, zur Bibliothek. So, Elfenheim. Leinen los. Richtig. So, da ist er. Okay, wir müssten hier doch... Guck mal, da ist doch schon der Zylinder. Genau, da. Nimm den Zylinder. Richtig. Geht das so einfach? Ein grüner Zylinder. Der dürfte nützlich sein. Sind grüne Zylinder eigentlich immer. Naja.
könnte auch von einem Kobold kommen. So, die Frage ist jetzt allerdings, wo bekomme ich denn noch einen, wo bekomme ich denn noch ein Tuch her? Kann ich hier irgendwas klauen? Nee, kann ich nicht. Oh, aber warte. Moment, das könnte vielleicht nützlich sein. Hier. Geht das? Okay. Ja, warte mal. Nee, Moment, das war vielleicht doch nicht so clever. Warum ist das clever? Warum hat er den jetzt mitgebracht? Mitgenommen? Weil jetzt kann er sie ja gar nicht mehr beobachten. Ich weiß ja nicht, wozu das nötig sein sollte. Aber wir haben ja auch schon den selbstgebauten Fernhörer gebaut. Wir werden wohl irgendwo eine Verbindung aufbauen müssen. Gut, so. Ach halt, ich muss nochmal zurück. Sorry. Ich wollte nochmal gucken, ob es hier irgendwo ein Tuch gibt. Da ist die Uschi und die Doppel-Uschi. Nee, gibt's nicht. So, und was jetzt? Hier ist nichts weiter, ne? Hast du irgendwas? Olli war früher Buchmacher, hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Ivo meinte, ich würde mir das alles nur ausdenken. Okay. So, was jetzt? Was machen wir jetzt? Was können wir denn jetzt noch machen? Setzen Sie den Zylinder auf. Ja, cool. Okay, so weit, so gut. Ja, das hier ist etwas Vieh. Das ist doch für das Vieh, ne? Das Puder ist auch für das Vieh. Riesige Blüte. Ach, lege das Halstuch an. Ach, oh. Ja, okay, alles klar. Ich bin durch. Damit siehst du schon ein bisschen aus wie der Mutmacher, ne? Eine Zerstörung. Bringt das irgendwas? Wenn ja, wieso? Ist irgendwas? Mit Wasser gefüllt und zerstörbar. Kann ich da jetzt die. Ich kann die immer noch nicht reinpacken. Ich brauche irgendwo eine Möglichkeit, wo ich die Blume zerquetschen kann, um ihren Saft dann halt eben da rein zu quetschen. Aber wieso? Warum? Hier irgendwas? Kann ich nur gucken oder mit ihm sprechen? Und hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Okay, gut. Gehen wir zurück. Und ziehen dem Vieh das Kostüm an. So. Ich drücke mit der R-Taste, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Nee, hier ist schon okay. Ja. So, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay, gehe an Bord der Mary. Der kann ich nicht machen. Okay, gut. Hallo? Genau. So, genau. Vieh, hör mal. Du brauchst jetzt erstmal das da. Peinlich genug, dass das Vieh auf Tugato mit dem Kostüm herumrennen muss. Aber hier? Besser nicht. Aber du meinst, wir sollten erstmal das hinreißen? Gut, dann tun wir das. Tugato. Leinen los. Richtig. So, jetzt aber. Nein, halt. Ah, warte, das war nicht gut. So, Vieh. Nee. Wir haben noch kein Geschenk für die Kleine. Und ich will das Vieh nur so kurz wie möglich in dem Fummel sehen. Oh. Oh, Mist. Stimmt. Wir brauchen noch ein Geschenk. Gut, werden wir schon herausfinden, werden wir aber erst beim nächsten Mal herausfinden. Zeit ist um. Ah. Vielen Dank fürs... Hier, guck mal, du siehst so klasse aus. Komm, das müssen wir mal näher betrachten. Ja, das ist super. So machst du das schön. Wink nochmal kurz und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, alle. Tschüss.